Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu The Room. Kapitel 4. Und wir sind jetzt immer noch hier an diesem Tisch und... Oh, ich sehe gerade. Nun erkennst du die Wahrheit. An diesem Orte läuft die Zeit anders als gewohnt. Eine Stunde, ein Tag, ein Jahrhundert, wer vermag das zu sagen? Ein Jammer, ich musste hier ausharren, um den letzten Schritt deines Weges zu leiden. Alles ist bereit, nimm dies. Damit findest du den Raum. Ich muss die Leiche untersuchen, ob ich will oder nicht. Ach du Scheiße. Okay. Schlüssel. Jetzt ist natürlich die Frage, wo kommt dieser Schlüssel hin? Habe ich noch irgendwas vergessen? Ich habe jetzt diesen Schlüssel. Ich glaube, ich weiß es. What the fuck? Ich glaube, das war Kapitel. Jawohl! Sauber! Glückwünsche sind angebracht. Du bist den eigenartigen Ereignissen der Saison unbeschadet entkommen. Ja, da ich gerade eben erst angefangen habe, werden wir definitiv gleich weitermachen. Oh, ihr Männer. What the fuck? Ja, genau. Ich frage mich gerade. What the fuck is going on here? Ach, ich kann mich noch weiter umdrehen. Cool. Was ist das? Geht nicht. Auch nicht. What the fuck? Ich muss versuchen, irgendwie an Land zu kommen. Mann, mach Dinger! So, also Fakt ist, das Ding hier. Wenn wir das uns mal angucken. Dieses Gerät hier ist da festgemacht. Das heißt, ich müsste das nochmals irgendwie drehen, dass der praktisch das Seil hier reinzieht. Die Frage ist nur, wie zum Geier mache ich das? Vielleicht finde ich auf diesem schwimmenden Brett etwas Brauchbares.
Kurbel. Jetzt Hummus. Hättest du das nicht gleich sagen können, du Affe? Na, das ist ja eine tolle Wurst. Gefährlich, gefährlich. Willst du mich verarschen? Selbst kurze Reisen können große Entfernungen überbrücken. Und da du den Übergang gemeistert hast, bist du nunmehr bereit für den letzten Schritt. Möge das Schicksal dir gewogen sein. Das ist jetzt wohl ein verdammt schlechter Scherz. Ich mach da jedes Mal 3 Stunden mit einem blöden Rätsel drum und jetzt ist das eine Kapitel so schnell fertig? Hallo? Naja. Was soll der Scheiß? So, wir schauen uns natürlich erstmal wieder alles an. Wir haben Schlösser. Wir sollten vielleicht erstmal gucken, ob hier irgendwo ein blöder Zettel oder irgendwas rumfliegt. Oh, ja, Männer. Bin ich hier in einem Versuchslabor oder was ist hier kaputt? 1, 2, 1, 2. Oh, ihr Männer. Was geht da ab? Oh, lieber Himmel, ey, was? What the fuck? Oh. Subjekt Alpha 17, Lambrina Aurata. Subjekt zeigt keine Reaktion auf Postmortem-Einflößung von Serum 04 in Kombination mit Elektrostimulation 10 bis 100 mA. Merklicher Korpusverfall bei hohem Amperezahlen. Schlussfolgerung: Coleoptera nicht für weitere Studien geeignet. Na, ist ja eine tolle Wurst. Was ich wohl in diesem Schrank dort hinten im Raum. Was? Was ich wohl in diesem Schrank hinten im Raum befinden mag. Was für ein Schrank? Ist hier irgendwo ein Schrank? Ach, da ist mein der Desto. Oh, ja, Männer. Was ich mal schon im Raum befinden mag. Der Schrank vielleicht? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Sack, ey. Ja, ich bin's, Herr Bosch. Also ich weiß noch nicht, welchen Schrank das die meine, also. Mir im Moment ein bisschen rätselhaft mäßig. Der Schrank dort hinten im Raum hat eine Schublade. Was befindet sich darin? Das muss doch der da sein, oder? Ich kann den Schrank nicht aufmachen, das tut mir leid, aber da geht auch nichts.
Garage? Oh, lieber Himmel, ey. Ja, der hat viel Schubladen, der Schrank dahin, aber aha. Mein Schraubenzieher. Okay. Subjekt Beta 4, Radus. Deutliche Aufhaltung, Subjekt Nekrose. Depremortem Einflößung von Serum 05, temporäre Wiederherstellung. Muskelreflex B Postmortem Elektrostimulation 75 bis 78 Milliampere wahrscheinlich. Ein Teil des Schilds fehlt. Was, ich muss jetzt irgendwas... Diese Werkbank sieht interessant aus. Also gehen wir auf die Werkbank. Was haben wir denn hier? Irgendwo müssen wir hier auf dieser Werkbank einen Schlitz finden, wo eine Schraube finden, wo man das vielleicht eventuell benutzen könnte. Was will denn der jetzt schon wieder? Auf der Werkbank ist ein großer kugelförmiger Behälter. Was um alles in der Welt könnte sich darin befinden? Aha. Kugelförmiger Behälter? Ach da! Ah, alles klar. Koffer, eine Holzkiste, ja, von mir aus. Boah, komm, ey. Soll ich jetzt so lange rummachen, bis ich den Scheiß gefunden habe, oder was? Ey, da gibt's Dutzende Möglichkeiten, hallo? Wird mir schlecht, ey. What the fuck? Die Kiste, die ich aufgenommen habe, lässt sich leicht verändern, lässt sich vielleicht öffnen. Ach nee, mach Dinger. Unter dem Tisch ist so ein komisches Ding. Was soll denn der Scheiß? Die Symbole auf der Vorderseite der Holzkiste, vielleicht finde ich die irgendwo im Raum. Aha. Da hätte ich vielleicht auch mal dran denken können. Oh, ihr Männer, ey. Wollt ihr mich irgendwie verkackeien, oder? Die Symbole auf der Holzkiste passen zu den Symbolen um die eigenartige Metall...
metallene Flüssigkeit rechts neben dem Fenster. Was für ein Fenster? Ah. Flüssigkeit mit denen auf der Kiste abgebleiche, erhalte ich bestimmt die Kombination. Sag mal, der hat doch gerade eben rechts neben dem Fenster gesagt, oder? Flüssigkeit. Was für eine scheiß metallische Flüssigkeit. Das Einzige, was rechts neben dem Fenster ist, ist das da, aber wie soll ich denn da hinkommen? Das ist doch Schwachsinn. Du kommst nicht hier. Ist auch nichts mit einer Flüssigkeit. Da ist keine Flüssigkeit. Was haben wohl nämlich verkackt ein oder was? Tut mir leid, ich versteh's nicht. Tut mir leid, aber ich verstehe es nicht. Da ist weder irgendeine komische metallische Flüssigkeit noch sonst irgendwas in der Art. Ich verstehe es nicht. Was für eine verdammte scheiß metallische Flüssigkeit. Da komme ich rechts neben dem Fenster. Sag mal, da ist doch gar nichts. Nützt mir noch nichts. Was für eine Scheißflüssigkeit. Ich versteh's nicht.
Es tut mir leid, aber... Kapierst du? Was für eine verdammte scheiß metallische Flüssigkeit. Das da oder was? Oh, ja, Männer. Okay, also es sind diese komischen Wellenlinien. Wenn ich die mal finden würde. Da. Was ist denn das? Soll das nur eins sein oder was? Dieses S mit einem Strich durch. Eins, sieben. Mhm. 173. Okay. Also das wollte Sie schon wieder. Echt eine verdammt schwere Geburt, also eine Batterie. Okay. Habe ich mir doch fast gedacht. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache, aber ich mache es halt immer. Was? Wie? Wo? Warum? Was ist kaputt? Ah ja, was geht? Alles klar. Was ist jetzt kaputt? Habe ich es gelöst? Was nur? Hä? Was ist los? Ja. Aha. Und was bringt mir das jetzt? Jetzt noch Paul. Ich bin in der Zeit, dass er da
Also ich verstehe im Moment noch absolut gar nichts hier, also. Sternenform, okay. Das habe ich hier jetzt gerade rausgenommen, ne? Ja. Die Frage ist nur, wo soll ich den Scheißdreck hin tun? Da ist definitiv wohl keine Sternenform. Bobby gibt mir Hinweis. Dieser sternförmige Griff, den ich aufgenommen habe, wo könnte der passen? Ja, das suche ich doch gerade, du Affe. Hallo hier. Wäre zu schön gewesen. Das ist nein. Vielleicht irgendwas hier an der Seite. Passt offenbar etwas hinein. Das wäre ja zu schön gewesen. Irgendwo muss dieses blöde Ding doch reinkommen. Nee, doch, habe ich sie ja her. Das ist ja Schwachsinn. Wir machen hier definitiv jetzt mal einen Cut rein, weil ich nehme sonst viel zu lang auf. Wenn ihr wissen wollt, wie blöd ich mich hier noch anstelle, hier bei dem Ding, dann bleibt dran. Ich werde versuchen, das hier so schnell wie möglich irgendwie durchzukriegen. Aber ihr seht selber, es ist nicht ganz so einfach. Wenn es euch auf jeden Fall gefallen hat, macht einen Daumen nach oben. Ich würde mich freuen. Ansonsten sage ich hiermit Tschö, ciao mit V und grüßt mir die Hühner.